Ich habe heute eine neue Videoreihe für euch und ich habe die gesehen bei der Kim Gloss auf ihrem Channel und ich fand die irgendwie sehr interessant und deswegen will ich das jetzt auch mal machen. Und ja, heute mit Rentierohren für Weihnachtsstimmung. Ihr seht, wie die Sonne scheint. Da kommt nicht wirklich Weihnachtsstimmung auf. Aber ja, deswegen die Ohren. Und zwar geht es darum, ich war bei DM und habe ein paar neue Produkte gekauft und habe die getestet und wollte euch darüber jetzt ein Fazitvideo drehen. Und ich finde das immer super interessant und eigentlich ist es ja auch interessant, wenn man die Produkte kauft, ob die sich dann überhaupt gelohnt haben und so weiter. Und ja, deswegen bin ich jetzt aber auch noch ungeschminkt, weil das fand ich ein bisschen blöd in ihrem Video. Sie war komplett geschminkt und hat dann die Produkte getestet wie Make-up. Und Wimperntusche und so, das fand ich ein bisschen blöd. Deswegen bin ich jetzt noch ungeschminkt bis auf meine Wimpern und teste jetzt die Produkte mit euch aus. Als allererstes habe ich mir diese Creme gekauft. Ich habe schon so lange überlegt, aber sie kostet 9 Euro und deswegen für so eine kleine Tube. Aber jetzt habe ich sie mit, weil ich habe sie auf der Hand getestet und ich hatte so weiche Hände. Deswegen, ja, habe ich sie jetzt gekauft. Das ist die Maybelline Baby Face, Baby Skin, Pore Minimizer. Und so einen ähnlichen gibt es auch von Benefit. Und ich trage den jetzt mal mit euch auf. Im Gesicht habe ich den noch nie getestet. Und ich filme heute übrigens auch mit der Frontkamera. Deswegen wird die Qualität wahrscheinlich nicht ganz so optimal sein. Jetzt schon sehr, sehr weiche Haut. Ich werde zwar ziemlich rot. Aber ja, die Haut fühlt sich ganz, ganz weich an. Und die lässt eben auch so, ich sehe es jetzt an den Augen, so Unebenheiten verschwinden. Ja. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz. Also meine Haut fühlt sich ganz, ganz super weich an. Und man sieht schon, sie schaut ein bisschen ebener aus, als sie vorher ausgeschaut hat. So eine ähnliche Creme gibt es, glaube ich, auch von Balea. Die kostet aber auch 6 Euro. Deswegen, ja, ich finde sie gut, weil, wie gesagt, ich habe sie schon auf dem Handrücken getestet und sie hat so ganz kleine Fältchen verschwinden lassen. Und ich finde, das Hautbild sieht einfach ebener aus. Und sie ist ganz, ganz weich. Hinten tut sie doch nichts. Und ja, der Preis ist halt teuer. Deswegen bekommt sie von mir von 5 Sternen 4. Gibt es ganz neu das da. Das ist von Maybelline Superstay Better Skin. Da habe ich auch schon das Make-up gehabt und das fand ich echt gut, weil sich meine Haut dadurch sehr verbessert hat, obwohl es Make-up war. Und das ist jetzt ein hautperfektionierendes Puder-Make-up. Und das habe ich schon getestet. Da ist auch so ein Spiegel mit drin und so ein Schwämmchen. Und da könnt ihr das auftragen. Ich mache es jetzt mal schnell vorm Spiegel. Ja. Ich finde das sehr gut, wenn man nicht so zugekleistert aussehen will vom Make-up. Ihr seht jetzt, so Rötungen lässt es nicht wirklich verschwinden. Also man sieht es bei mir hier an den Backen noch, dass ich schon noch rot bin. Aber ich finde, man schaut damit nicht so zugekleistert aus. Und ja, ich habe nicht so viel unreine Haut, daher reicht mir meistens auch ein leichtes Make-up oder eben sowas. Und ich finde es sehr, sehr gut. Ich finde auch, es macht eine sehr ebene Haut und der Farbton trifft meinen ausnahmsweise perfekt. Deswegen gebe ich dem 4 von 5 Sternen, weil, wie gesagt, es ist nicht wirklich so deckend, dass man, also ich finde Make-up immer noch ein bisschen besser deckend, aber ich finde es nicht schlecht und es ist auf jeden Fall eine gute Alternative für Leute, die kein flüssiges Make-up mögen. Ich finde auch oft, dass ich dadurch ausschaue wie eine Puppe, wenn ich zu viel nehme. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Aber das kann ich euch echt empfehlen. Gekostet hat das, ich glaube, 9 Euro. Also relativ teuer, aber ja, mal schauen, wie lange das hält. So, dann apropos Wimpern. Ich bin ja ein sehr großer Freund von künstlichen Wimpern und die dürfen schon auch viel sein. Deswegen, ich habe selber schon relativ lange Wimpern, allerdings hätte ich gern halt schon so dichte und es schaut halt schon schön aus. Deswegen habe ich mir das hier gekauft bei DM. Das ist das Taint Perfection Wimpern Serum und es soll die Wimpern verdichten und ein Dupe sein zu Revital Lash oder nachgemachtes von Revital Lash. Allerdings muss ich euch sagen, dass das wirklich völlig versagt hat. Also ich habe das, glaube ich, 5 Wochen getestet und das muss man zweimal am Tag aufgeben, in der Früh vorm Schminken und abends nach dem Reinigen. Und ich finde, das hat gar nichts gebracht. Also meine Wimpern sahen aus wie vorher und
Es kostet auch nur 5 Euro, deswegen rausgeschmissenes Geld. Also ich würde es mir nicht mehr kaufen. Wie gesagt, das hat bei mir auch nichts gebracht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das jemand von euch gekauft hat und mal 4, 5 Euro getestet hat. Also bei mir hat es nichts gebracht und deswegen kriegt es von mir leider 0 von 5 Sternen. Ich habe mir jetzt dafür aber das Original gekauft. Das ist das Revital Lash. Kostet natürlich deutlich mehr. Ja, testet das jetzt aber erst seit einer Woche und ihr könnt gerne ein Fazit darüber haben, wenn ich fertig bin und ihr euch das wünscht. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Dann drehe ich euch das ab. Ich bin selber mega, mega gespannt und ich habe jetzt schon Schiss, dass ich die 80 Euro halt aus dem Fenster geworfen habe. Ich hoffe es wirklich nicht. Bis jetzt waren alle begeistert, auch meine Freundin, die kauft das immer ganz begeistert. Deswegen, ich hoffe, dass das bei mir wirkt. Bis jetzt sehe ich noch nicht wirklich was, beziehungsweise wahrscheinlich ist es wenn dann Einbildung, aber das soll auch erst nach 3, 4 Wochen wirken. Ich bin sehr gespannt. Dann habe ich mir einen Concealer gekauft. Das ist der hier von Catrice, der Light Reflecting Concealer. Und den finde ich sehr, sehr, sehr gut. Der ist nicht so mega deckend, aber bei mir reicht es für leichte Augenringe. Heute habe ich extreme Augenringe und kleine Pickel oder so. Ich kann ihn euch auch mal auftragen, weil passend dazu habe ich mir diese Ebelin Mini, wie heißen diese Schwämme denn? Diese Make-up-Eier halt, das gibt es in Mini. Und das habe ich mir dazu gekauft. Das muss man anfeuchten und auswinden. Es geht aber auch im trockenen Zustand, habe ich festgestellt. Und ich zeige euch mal den Concealer. Ich habe den jetzt in der hellsten Farbe. Das ist die Farbe 05 Light Nude. Und ich finde, mit dem könnt ihr das halt richtig schön auftragen. Kommt da auch hinten eben gut rein. Jetzt ein bisschen blöd, dass ich das übers Make-up gebe, aber ich glaube, das macht eh jeder anders. Und ja, ich finde, der deckt so gut ab, wie er soll. Und ich finde ihn super, deswegen kriegt er von mir 5 von 5 Sternen. Und die Make-up-Eier finde ich auch sehr, sehr gut, weil du halt sehr, sehr gut hier auch in den Augen rankommst mit der Spitze und das alles gut einarbeiten kannst. Deswegen kriegen die Make-up-Eier von mir auch 5 von 5 Sternen. Dann habe ich was getestet und das. Das habe ich in einem Video gesehen bei einer anderen YouTuberin, ich weiß nicht mehr, wer es war. Perfect Prep und Fixing Spray. Das ist eine Make-up-Base und soll fixieren, lang und mattieren. Das finde ich leider völlig schlecht. Also wenn ihr das auftragt ins Gesicht, das sprüht man so auf. Kann es euch mal zeigen. Das, naja, riechen tut es nach nichts, nach so leichtem Grapefruit. Aber das klebt im Gesicht. Ich fand es ganz, ganz schrecklich und mir war das voll unangenehm zu tragen. Des Weiteren habe ich richtig, richtig unreine Haut davon bekommen. Also ich habe selten Pickel und ich war wirklich, ich habe richtig viel Pickel bekommen. Das kostet auch 5 Euro und das ist absolut nicht 5 Euro wert. Mein Make-up hat weder länger gehalten, noch war es irgendwie mattierter als sonst. Deswegen ist es bei mir voll durchgefallen und ich fand es echt nicht gut. Auch was apropos Haut und Pickel, da habe ich mir die Balea Soft and Clear Anti-Pickle Patches gekauft. Davon ist die liebe Sabrina Cherie immer ganz begeistert auf ihrem Kanal. Allerdings haben die bei mir jetzt auch nicht wirklich was geholfen. Also wenn ich merke, ich kriege einen Pickel und da ist noch ganz am Anfang und ich tue das eine Nacht lang drauf, dann ist der am nächsten Morgen weg. Wenn ich aber schon einen Pickel habe oder ich tue das dann drauf, also es hat bei mir nicht wirklich funktioniert, dass die jetzt dadurch schneller weggehen als sonst. Und ja, deswegen bekommen die von mir 2 von 5 Sternen. Die sind relativ, auch relativ günstig. Ich glaube, ein so ein Päckchen kostet 1 Euro oder 1,50 und da sind ziemlich viele drin. Aber also ich fand sie jetzt nicht so gut. Ich habe vor kurzem ja Real Techniques Pinsel bei DM zum allerersten Mal. Und da musste ich mir auch einen kaufen. Ich wollte schon länger einen. Ich habe mich jetzt für den entschieden. Das ist der Stippling Brush. Und damit trägt man Blush auf. Genau, Blush auf. Und ich bin zurzeit voll der Fan von so Bronzer als Blush auftragen. Ich weiß nicht, manche finden es ganz schlimm, weil es so einen Balken im Gesicht hat. Manche finden es aber auch gut. Und passend dazu habe ich mir den Catrice gekauft. Und zwar der Glow Bronzing Powder. Und der gibt es halt auch gleich einen Glow. Ich zeige euch den mal schnell. Schaut so aus. Der ist leider ein bisschen gelbstichig, aber ich habe jetzt nichts anderes gefunden. Gegeben. Ein bisschen verblenden. Und ja, den Pinsel finde ich sehr, sehr gut. Also man kann sehr gut damit verblenden und der war seine 12 Euro auch wert. Der ist ganz weich, der hart nicht und schaut super schön aus in dem Pink.
Den finde ich auch gut. Leider ist er ein bisschen zu gelbstichig, aber ich mag ihn irgendwie trotzdem. Und ich habe jetzt auch keinen wirklich anderen besseren gefunden, der ein bisschen Glow mit drin hat. Und deswegen bekommt der von mir 4 von 5 Sternen und der Real Technique Pinsel 5 von 5 Sternen, weil den finde ich wirklich super. Letztes noch was, als vorletztes noch was für die Haare. Ich habe mir das hier gekauft. Das gibt es auch ganz neu bei DM. Davon gibt es Shampoos in 3, 4 Varianten, Haaröle und Spülungen. Relativ teuer. Ich weiß gar nicht wirklich, die Marke heißt OG, OGI, wie auch immer, ich glaube, ihr habt das bestimmt schon gesehen. Und da habe ich mir jetzt das Arganöl gekauft und das ist so zum Aufsprühen. Und man sieht dann auch, ich habe so einen leicht öligen Film auf den Fingern. Das gibt man aufs nasse Haar auf. Ihr seht, ich habe das schon ziemlich gut aufgebraucht. Ich finde nicht, dass es arg viel hilft. Also wenn ich das auf nasses Haar gebe, finde ich keinen Unterschied hinterher. Es hat meine Haare weder besonders gepflegt noch irgendwie sonst was. Es hat auch keinen Hitzeschutz drin, daher muss ich den Hitzeschutz noch extra aufgeben. Und ich hasse das, wenn ich so viel machen muss. Allerdings finde ich es eigentlich nicht schlecht, wenn man jetzt das in die trockenen Hände gibt und man es dann noch ein bisschen so auf die Haare gibt. Dann macht es einen echt schönen Glanz und ja, für das fand ich es gut, aber würde es mir nicht mehr kaufen. Es hat auch 7, 8 € gekostet, glaube ich. Und ja, da war ich etwas enttäuscht. Also die Pflege gleich null. Und als allerletztes noch ein Lippenstift. Den habe ich bei meiner Kollegin gesehen. Und das ist die Nummer 240 von Catrice Ultimate Color. Und ich trage euch den mal schnell auf. Das ist so ein ganz, ganz helles Rosa-Nude und den finde ich wunderschön. Er ist halt gut für den Alltag und so. Und sehr, sehr cremig. Der hält aber nicht so lang. Also ist mal meistens so bei diesen cremigen Lippenstiften. Aber ich bin halt nicht so der auffällige Lippenstiftträger. Deswegen fand ich den richtig schön und musste mir den gleich kaufen. Meine Mama wollte ihn dann auch. Jetzt war der aber überall ausverkauft in DMs. Deswegen weiß es nicht, ob der neu ist. Auf jeden Fall war er jetzt überall weg. Deswegen. Ja, muss er anscheinend doch sehr gehypt sein. Ja, auf jeden Fall, den finde ich sehr, sehr gut und der bekommt von mir 4 von 5 Sternen. Ein bisschen länger könnte er schon haltbar sein auf den Lippen, aber ich liebe ihn trotzdem. Und gekostet hat der 3,95 €. Ja, das waren die Produkte, die ich mir so gekauft habe und die jetzt mal wirklich ausgetestet habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr fandet es ein bisschen interessant. Und gebt mir doch einen Daumen hoch, wenn euch die Videoreihe gefällt. Dann mache ich öfter solche getestet Videos. Ich bin auch permanent im DM eigentlich und interessiere mich auch immer voll für so neue Produkte. Deswegen, ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!